Hallo Freunde des Schachs, heute zeige ich euch das neue Schachspiel für die Xbox von der Firma Chessbase, die für Schachprogramme wie Fritz bekannt sind. Fritz ist ja ein sehr, sehr großes Programm auf dem Computer. Die entwickeln das Schachprogramm Fritz. Die haben die große Schachdatenbank auf Chessbase. Und heute, beziehungsweise am 31. Mai, haben sie das Spiel für die Xbox released. Es nennt sich Fritz, nenn mich nicht Schachbot oder auch im Englischen Fritz, don't call me a Chessbot. Das Ganze wurde von Chessbase entwickelt und produziert. Ich habe es mir noch gar nicht angeguckt, ist gerade frisch runtergeladen. Ich schaue mir das jetzt quasi einmal blind an. Wir sehen jetzt gemeinsam, wie es startet, wie es funktioniert, was es kann, was es nicht kann. Fritz ist auf jeden Fall ein sehr bekanntes Spiel, beziehungsweise ein sehr bekanntes Programm auf dem Computer für Schachleute, für Schachfans, für Anfänger, für Profis. Ja, schauen wir mal, was die Xbox-Version uns bringt. Da sehen wir es auch schon, don't call me a Chessbot, ja, bei Chessbase. Hallo Pistazia, da bin ich. So sieht das Ganze schon aus, also so startet man in das Ganze hinein. Ich kann auswählen zwischen neue Partieübungen, Online-Schach, ziehe jetzt. Ah, okay, wir sind quasi schon in einem Spiel drin. Ziehe jetzt, zurück, Zurücknahme, vor, nächster Tipp, aufgeben, Remise anbieten, Einstellungen. In der Einstellung haben wir Spielniveau, Schachspieler, Vereinsspieler, guter Vereinsspieler, starker Vereinsspieler, Vereinspokalsieger, Meisterkandidat, Weltmeister. Okay, dann haben wir natürlich noch die Sprachen Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Niederländisch. Dann können wir noch speichern. Okay, dann ist die Partie gespeichert. Gibt auch direkt schon einen Erfolg, Save Game. Wir können das Spiel laden. Da ist anscheinend auch meine Partie, sehr gut. Auch das gibt einen Erfolg, super. Dann können wir noch hier die Designs schon auswählen und fliegen direkt raus. Okay, es gibt also drei Designs. Zwei Designs. Es gibt zwei Designs und das 3D-Brett. Das mit einer. Okay. Mit einer schiefen Kamera startet. Okay. Ist ein bisschen friemelig. Uiuiui, okay. Ja, gehen wir mal in eine, keine Ahnung, in eine neue Partie rein. Ah, okay, wir sind die ganze Zeit quasi schon im Spiel drin. Und ich steuere mit dem Steuerkreuz. Und dann ziehen wir jetzt einfach mal. Das wollte ich gar nicht machen. Okay. Ich bin jetzt kein Schachprofi, also erwartet da jetzt keine Leistung. Aber wir schauen uns das hier gerne mal. Also die Kamera ist auf jeden Fall nicht so prickelnd. Naja, egal. Mit Weiß, ungewohnt. Was ist passiert? Achso, ich habe einen. Okay. So, er gibt mir da oben rechts auf jeden Fall ein paar Tipps. Schwarz steht etwas besser. Greife die Dame an, sagt er mir jetzt. Greife die Dame an. Greife einen Bauern an. Okay. Aber er. Ich habe schwarz und sehe schwarz. Ja, ich möchte gerne ziehen. Wenn ich schwarz habe, gewinne ich, weil ich schwarz habe. Okay. Ich habe. Okay, jetzt. Ah, man kann ja zwischen 3D und 2D wechseln. Schade. Ich habe einen. Ich werde einfach mal hier eine neue Partie. Ich weiß gerade, dass ich ein bisschen verwirrt. Also.
So, Weil steht etwas besser, ja. Das ist ja schon mal gut. Errechnet. Weil steht etwas besser. Das ist auch gut, okay. Hier hat man auf jeden Fall nicht mit einer Kamera zu kämpfen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht, was für eine Schwierigkeit das ist. Bestimmt die leichteste. Touché. 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 Was tut er jetzt? Touché. Das ist das Beste, was du machen kannst, Junge. First 10 Moves, okay. Das ist natürlich ein großartiger Erfolg, dass ich die ersten 10 Züge gemacht habe. Er rochiert. Das hatte ich jetzt an sich auch vor. Wir warten. Deine aktuelle Spielstärke 2600er Elo. Ja. Wäre das nun mal so? Wäre dem nun mal so? Noch ein Erfolg. Castle Queenside, ja, habe ich gemacht, das stimmt wohl. Und kriege ich bestimmt auch für Kingside. So, okay. Okay. Ja. Ich habe so ein bisschen zugebaut, habe ich das Gefühl. Ein bisschen. Designoptionen. Spoken Hints. Okay. Imprint. Imprint Fritz. Aha. Also ich finde es auf jeden Fall ein bisschen merkwürdig, dass das Menü quasi im Spiel ist. Wenn ich jetzt hier in 3D wechsle. Die Kamera. Ich zeige es euch mal. Hier. Also, da muss man sich irgendwie die Kamera ein bisschen zurechtfriemeln. Sie bleibt auch irgendwie scheinbar immer da gecentert. Aber hier kann man auch noch vor und zurück. Das haben wir gar nicht gesehen. Oh. Ah, hier geht's Zug zurück, Zug vor, okay. Habe ich jetzt Rums. Rums macht er, okay. Rums. Vor und zurück. Natürlich auch gut, dass da steht Zugrücknahme und bei dem anderen Der steht Ludwig, vor. oder? Zug zurück? Naja. Ja gut, der macht direkt einen Zug zurück. Eigentlich wollte ich jetzt nur mal rückblickend schauen, wie der Zug war. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie in der Wertung nachher einfließt, dass ich einen Zug zurückgenommen habe, aber ich habe ja eigentlich keinen zurückgenommen. Nichtsdestotrotz machen wir jetzt einfach hier weiter. Schwarz steht klar auf Gewinn. Okay. Noch ein Erfolg. Okay. Errechnet, okay. Er rechnet auf jeden Fall sehr lang für einen Computer. Gekoppelt an einer Xbox Series S mit einer schon relativ Wir starken links. Rechenpower. Na, wenn man mal überlegt, dass Leute auf ihrem Handy Schach spielen können. Stets findet Überraschung statt, wo man sie nicht erwartet hat. Okay. Capture. Capture against Fritz. Ja,
Recapture Against Reds. Habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Nicht schlimm. Meine aktuelle Spielstärke ist auf 1880 runtergefallen. Legitim, legitim. Gefällt dir dazu? Mir gefällt dieser Zug sehr, sehr gut. Weiß nicht, warum er pfeift. Vielleicht weil berührt geführt. Der gewinnt. Ich hier rein. Okay, nehmen wir noch den Bauern hier mit. Der gewinnt. Rechts in der Leiste hängen die Figuren in der Ego-Spielerzahl drin. Das ist natürlich auch Bombe. Das ist natürlich Grafikdesign at its best. Okay. Wenn man die Trümpfe in der Hand hat, soll man anständig spielen. Ach so. Was sieht der jetzt hier? Ich will hier. Ach so, ja, okay. Ja, das hätte mir aber auch besser anzeigen können, dass ich da nicht hin darf oder akustisch. Weil ich bin ja, wie gesagt, auch kein Schachprofi. Du Schwachspieler. Und wenn man kein Profi ist, möchte man natürlich auch irgendwelche Hinweise bekommen. Der gewinnt. Der gewinnt, ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Jetzt ist er weg. Jetzt geht Bingo. Er runter und bimmert, ja. Okay, das war auf jeden Fall schon mal eine Singleplayer-Partie. Also die Kamera läuft auch im Hintergrund die ganze Zeit weiter. Perfekt. Ja, gehen wir mal in eine Online-Partie rein. Multiplayer nicht zu lösig. Ah, dafür braucht man natürlich den Game Pass. Mhm. Ja gut. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Was machen die Übungen? Okay, hier kriegt man so ein paar Übungsspiele. Sie haben den richtigen Zug gespielt. Das war nicht der richtige Zug. Ja. Schon der erste Schritt führt ins Verderben. Ja, gut, das war auf jeden Fall ein Einblick in das Spiel. Und muss ehrlich gesagt sagen, ich bin eher enttäuscht. Also, es ist schön, dass es eine Xbox-Variante gibt. Aber es ist, also die Steuerung ist an sich hier im Menü und so eine Katastrophe. Dann fehlen die akustischen Hinweise. Dann von der Kamera wollen wir gar nicht erst sprechen. Ne? Das ist wirklich Hunds. Ja, wofür soll ich jetzt 20 Euro bezahlen? Also ich kann Schach kostenlos spielen auf chess.com oder LeeChess, was auch immer. Ne? Und ich kenne deren Schachsoftware auf dem Computer, Fritz 18 zum Beispiel, ist ja das aktuelle, da gibt es ja noch verschiedene andere. Und da ist man einfach auch bessere Qualität gewöhnt. Also das ist ja irgendwie hier, keine Ahnung, als hätte man das, als wäre das ein Praktikantenjob gewesen. Ja, auch dieser Hintergrund da, was ist das? So. Ja. Nee, also ist nichts für mich. Wer Schach auf der Xbox mal gerne spielen möchte, 20 Euro, ich weiß nicht. Muss man selber wissen. Aber naja, das ist mein Video zu dem Spiel. Ich hoffe, ihr könnt was damit anfangen. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Macht's gut.